Kindheit. Sri Chaitanya Bhagavata Adikanda 3. Chakravarti kündet seinen Namen als Vishvambara, der Erhalter und Ernährer des Universums. Obgleich Chakravarti weiß, dass das Kind ein schweifender Bettelmönch werden wird, sagt er es den Eltern nicht. Sri Chaitanya Bhagavata Adikanda 4. Er liegt bei der Mutter im Wochenbett. Wenn er weint, beruhigt ihn bloß der Name Haris. Die Zeremonie des Namensgebens erfolgt. Die Ungebildeten schlagen den Namen Nimai vor. Fußnote 339. Nimai ist ein Baum mit bitteren Blättern, die der Tod nicht mag. Andere Namen, mit denen Vishvambara oft bezeichnet wird, Gaura, der Goldene, Gauranga, die Goldgestalt, Gaura Sundara, der wunderbar schöne Goldene, Gaura Hari, der Goldene Hari, Gaura Krishna, der Goldene Krishna, Gaura Chandra, der Goldene Mond, Sachinandana, der Sohn, der Liebling der Sachi, Prabhu, der Herr, Mahaprabhu, der große Herr. Den Namen Krishna Chaitanya erhielt er erst bei seiner Initiation zum Sannyasi. Die Ungebildeten schlagen den Namen Nimai vor, damit der Tod ihn nicht, wie die vorhergeborenen Kinder, wegnehmen möge. Unter allen Dingen, die dem Kinde zum Ergreifen vorgeschlagen werden, wählt er das Bhagavatam. Das bedeutet, dass er ein großer Vaishnava werden wird und den Sinn aller Shastras unmittelbar erleben kann. Unter allerlei Vorwänden zwingt er die Leute zum Singen des Gottesnamens. Denn es ist der Sinn aller Veden und Shastras, dass ohne Krishnas Willen kein Werk ausgeführt werden kann. Es scheint seinen Eltern, dass seine rosigen Fußsohlen rote Fußspuren hinterlassen, wie vom roten Lack der Füße Krishnas. Er spielt in den Häusern, ärgert die Kinder dort, zerbricht Töpfe, und doch ist keiner ihm böse. Alle lieben ihn mehr als die eigenen Kinder. Hari, der Herr aller Opfer. Sri Chaitanya Bhagavata, Adikanda 4. Ein Brahmane, der höchste Bhakti-Kraft aus früheren Leben hat, schweift um Krishnas Willen viel an heiligen Stätten umher. Der Mantra, den er pflegt, ist der sechssilbige Gopal-Mantra. Er ist nichts, als was dem Gopal Krishna vorher geopfert wurde. Zufällig kommt er in Jagannath Mishras Haus. Höchste Leuchtkraft strahlt um ihn. Ununterbrochen sagt er, Krishna, Krishna. In seinem Herzen sieht er Govinda, Krishna von Vraj, und dient ihm. Jagannath nimmt die Leuchtkraft wahr, ist tief betroffen, dient ihm als Gast, wäscht seine Füße, gibt ihm die beste Matte als Sitz, dann fragt er ihn, woher er komme. Der Brahmane antwortet, er sei unabhängig, ein Schweifender. Mein Herz ist unstet, deswegen bin ich ein Wanderer. Jagannath verbeugt sich. Dein Wandern ist zum Heil der Welt. Es wurde mein großes Glück. Erlaube, dass ich die Vorbereitungen zum Kochen für dich tue. Er empfängt die Erlaubnis. Jagannath ist voll Freude, bereitet alles, wäscht den Kochplatz. Der Brahmane ist zufrieden, kocht, ruft Krishna Gopal an und opfert ihm. Der Sohn der Sachi, welcher der innere Lenker, Antaryami, in allen Wesen ist, hat im Sinn, dem Brahmanen seinen Anblick zu gewähren. Der Brahmane vergegenwärtigt sich,
Krishna Gopal und dessen ewige Gefährten. Plötzlich kommt Nimai, Chaitanya, nackt, voll Staub, mit lieblichen Augen, Händen und Füßen. Er lacht und nimmt mit seiner heiligen Hand den Reis und isst eine Handvoll. Der glückliche Brahmane ruft laut: O weh, der unstete Knabe hat den Reis gestohlen. Jagannath kommt, Mahaprabhu Chaitanya kaut, lacht. Jagannath ist voll Zorn. Er läuft, um das Kind zu schlagen. Der Brahmane ist erregt, hält Jagannaths Hand fest. Du bist ein Edler. Wie kannst du einen Knaben schlagen? Man schlägt nur den, der von Gut und Böse weiß. Fußnote 341. Das bedeutet, Kinder und Gott wissen nichts von Gut und Böse. Ich beschwöre dich, schlage ihn nicht. Jagannath ist voll Leid, hält in Scham den Kopf in seinen Händen gebeugt. Der Brahmane zu Jagannath: Weshalb bist du betrübt? Was an irgendeinem Tage geschieht, weiß nur Gott, der Herr. Bring Früchte und Wurzeln, was du gerade zu Hause hast, das ist genug für mein Essen heute. Jagannath: Ich bin dein Diener. Koch noch einmal um meinetwillen. Alles ist im Hause. Der Brahmane willigt ein. Jagannath macht noch einmal schnell alles sauber. Der Brahmane beginnt zu kochen. Der Knabe muss im Hause sein, solange der Brahmane kocht und opfert. Sachi nimmt das Kind und geht ins Haus. Die Frauen schelten Nimai. Wie kannst du den Reis des Brahmanen essen? Mahaprabhu lacht. Ich bin Gopal, ein Kuhhirte von Kaste. Ich pflege immer, Brahmanenreis zu essen. Verliert ein Gopa die Kaste, wenn er Brahmanenreis isst? Er lacht. Unter einem Vorwand erklärt Mahaprabhu sein eigenes Wesen als Krishna. Trotzdem kann es niemand verstehen, solange er es nicht will. Alle lachen, die Frauen nehmen ihn auf ihren Schoß. Keine will ihn von ihrem Schoß lassen. Der Brahmane kocht, opfert, durchdenkt den Mantra des göttlichen Knaben Gopal. Mahaprabhu, der Herr jedes Herzens, weiß alles und betört alle. Ohne dass jemand es wahrnimmt, steht er lachend vor dem Brahmanen. Ungesehen nimmt er eine Handvoll Reis und isst. Der Brahmane sieht ihn plötzlich, schreit. Mishra kommt, gerät in Wut. Mahaprabhu flieht in Furcht. Jagannath läuft hinterher. Wer hat wohl ein solches diebisches Kind? Schreit er. Heute muss ich ihn schlagen. Alle flehen ihn an, es nicht zu tun. Es ist ein unwissendes Kind, von Natur unstet. Der Brahmane kommt, bittet dem Kind zu vergeben. Krishna hat mir heute keinen Reis beschieden. Jagannath ist voll von tiefem Leid. Vishwarupa, Chaitanyas älterer Bruder, kommt. Große Leuchtkraft ist um ihn. Er ist voll Lieblichkeit. Die heilige Schnur der Brahmanen hängt um seinen Nacken. Er ist gleichsam Nityanandas andere Gestalt. Die Bedeutung aller Shastras ist auf seiner Zunge. Er erklärt alles im Sinn der Krishna-Bhakti. Der Brahmane sieht eine Gestalt vor sich, wie er sie vorher noch nie erblickt hatte. Er fragt: Wessen Sohn ist das? Alle sagen: Mishras Sohn. Der Brahmane ist befriedigt, umarmt ihn, preist die Eltern eines solchen Sohns. Vishwarupa grüßt ihn ehrfürchtig und sagt voll Freude: Dass du unser Gast bist, ist unser Glück. Dein Wandern ist Heil der Welt. Unser Unglück ist, dass du heute fastest.
Der Brahmane sagt: Sei nicht traurig, ich werde Früchte und Wurzeln essen. Ich lebe im Wald, esse selten Reis und nur dann, wenn es ohne Schwierigkeiten geht. Sein Anblick, Krishna, den er im Herzen sieht, ist mehr als tausendmal Reis essen. Ich will Früchte und Wurzeln opfern. Jagannath ist weiter vergrämt. Vishwarupa fleht den Brahmanen an, aus Erbarmen nochmals zu kochen. Wenn er es nicht täte, wäre es unerträglich für alle. Der Brahmane sagt: Zweimal habe ich gekocht, es war umsonst. Wenn Krishna nicht will, ist alles Bemühen vergebens. Wozu nochmals kochen? Es ist doch schon Nacht. Vishwarupa fleht: Um unser aller Willen, bitte koche, und fällt zu seinen Füßen. Der Brahmane ist wie verzaubert. Er stimmt zu. Alle rufen Hari, Hari und helfen bei den neuen Vorbereitungen, beim Saubermachen, beim Geräte herbeibringen. Der Brahmane kocht. Die Frauen und Mahaprabhu sind in einem anderen Zimmer. Die Tür ist geschlossen. Die anderen außerhalb des Raums halten Wache an der Tür. Nun sind die Frauen unbesorgt. Nimai schläft. Der Brahmane kocht, vergegenwärtigt sich Gopal und opfert. Mahaprabhu, der innere Anschauer und Lenker in allen Herzen, will dem Brahmanen seinen Anblick gewähren. Auf Gottes Wunsch veranlasst die Göttin Schlaf den Schlaf aller. In Klammer: Die Yogamaya, die Macht Gottes, die seine Lila gestaltet. Alle schlafen. Mahaprabhu steht vor dem Brahmanen. Der Brahmane ruft: O weh, alle schlafen, niemand hört ihn. Mahaprabhu sagt zu dem Brahmanen: Ich habe keine Schuld. Du rufst mich, deswegen kann ich nicht fernbleiben. Der Brahmane sieht nun das wundersame, erstaunliche. Die Muschel, die das Urwort Aum, Om in sich birgt, das Rad der reinen Erkenntnis, die Keule der Weltenherrschaft und den Lotus des freien Spiels. Lila. Es sind die vier göttlichen, in Anführungszeichen, Waffen, mit denen sich Krishna in seinen Aspekt als Herr des Weltalls, Vishnu, seinen Bhaktas offenbart. Dann wird dem Brahmanen der Anblick Gottes in neuer Weise gewährt. In einer Hand hat er frische Butter, mit der anderen Hand isst er. Und mit den zwei weiteren Händen hält er die Flöte. Der Brahmane sieht die Zeichen Krishnas, die goldenen Härchen des Srivatsa an seiner Brust, das Juwel Kaustubha, die Perlenkette, den Edelsteinschmuck, die Gunja-Blüten, die Pfauenfeder auf dem Haupt. Krishna lacht, seine Augen rollen. Die Vaijayanti-Blütenkette reicht bis zu seinen Knien. Er sieht die schwingenden Schlangenohrringe, die Fußspangen, die Fußnägel, die wie Mondlicht die Dunkelheit wegnehmen. Krishna lehnt an dem dunklen Kadamba-Baum. Der Hain von Vrindavan breitet sich ringsum aus. Die Vögel singen. Kuhhirten, Gopa und Kuhhirtenfrauen, Gopi, sind auf allen Seiten. Der Brahmane sieht vor sich, was er früher nur in tiefer Versenkung in seinem Herzen gesehen hatte. Vor Glück fällt er in Ohnmacht. Mahaprabhu, der ein Ozean des Mitgefühls ist, berührt ihn mit seiner heiligen Hand, das Bewusstsein kehrt zurück. Doch in seinem Glück ist er ganz unbeweglich. Er kann sich nicht rühren, obwohl sein Bewusstsein
bereits zurückgekehrt ist. Er kann nicht sprechen, immer wieder fällt er in Ohnmacht, er steht auf, fällt wieder nieder. Mahaprabhu sieht seine Qual und lacht. Er sagt, du bist in vielen Leben mein Diener gewesen. Im Geiste siehst du mich dauernd. Deshalb habe ich dir jetzt meinen Anblick gewährt. So wie ich es dir in einer früheren Geburt im Hause Nandas gezeigt hatte. Du erinnerst dich nicht? Als ich in Gokula Avatara war, kamst du zu Nandas Haus als Gast und opfertest mir Reis und zum Vergnügen tat ich genauso wie jetzt, aß deinen Reis und zeigte dir meine Gestalt. In jeder Geburt bist du mein Diener. Außer einem meiner ewigen Diener kann niemand das Aufleuchten meiner Offenbarung sehen. Ich habe dir das Geheimnis gesagt. Sage es niemanden, nirgendwo, solange ich Avatara bin. Fußnote 342. Wenn Bhagavan im Kali-Yuga Avatara wird, ist er nach dem Zeugnis der Shastras verborgen. Janna. Wenn du es jemanden sagst, werde ich ihn erschlagen. Mein Avatara ist um des Kirtan willen und ich will überall Kirtan offenbaren. Den Prema Bhakti Yoga, den Brahma und andere große begehren und nicht bekommen, den will ich an alle verteilen von Haus zu Haus. Bleibe einige Tage hier und du wirst viele Dinge sehen, aber erzähle es niemanden. Mahaprabhu, der dem Brahmanen Gnade erwiesen hatte, ihn ermutigt hatte, ging in das Zimmer zurück. Er schläft. Aufgrund der Macht der Göttin Schlaf weiß niemand etwas. Der ganze Leib des Brahmanen, der das beispiellose Aufleuchten Gottes gesehen hatte, ist vom Glück erfüllt. Mit dem Reis, von dem Krishna Chaitanya gegessen hatte, salbt er seinen ganzen Leib wie mit einer Paste und weinend isst er. Er tanzt, singt, lacht, brummt und ruft. Jayabala! Alles übertrifft der Gopala. Das Brummen und Rufen des Brahmanen weckt alle. Er beherrscht sich, wäscht nach kultischem Brauche seinen Mund. Alle sind voller großer Freude, dass er diesmal ohne große Hindernisse essen konnte. Der Brahmane dachte darüber nach. Wenn alle ihn als Gott, den Herrn, erkennen könnten, so würden alle Befreiung erlangen. Alle hier im Haus halten ihn für ein gewöhnliches Kind. Wenn ich sage, wie es ist, würde es allen helfen. Doch der Herr hat es verboten und aus Furcht schweigt er. Der Brahmane, der ihn als Gott, den Herrn, erkannt hatte, blieb in Navadvipa in Verborgenheit, in der Nähe Gottes. Er bettelte in den Häusern und kam jeden Tag, um Gott, den Herrn, zu sehen.